Wenn man fragt, dann bekommt man ganz viele unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, Storytelling, ja, mehr als Geschichten erzählen ist das nicht. Es geht doch bestimmt um Unterhaltung. Ja, auch, sagen die anderen. Storytelling geht auch darum, Lösungen zu finden. In vielen Geschichten steckt unglaublich viel Erfahrung und Wissen. Da möchte ich rankommen, sagen die Nächsten. Wissen weitergeben ist überhaupt das Wichtigste, sagt dann wieder ein anderer. Und natürlich kann ich auch ganz wunderbar Zusammenhänge erklären, mit Geschichten und über Geschichten. Storytelling ist nichts anderes, als in Geschichtenform zu kommunizieren. Menschen haben das schon immer getan, an Lagerfeuern, Dinge weitererzählt, das erzählt, was wichtig ist. Ich glaube, Geschichten im richtigen Moment erzählt, können sogar die Welt verändern. Geschichten richten die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die ihnen wichtig sind. Sie wecken Emotionen, machen Dinge lebendig, die vorher so abstrakt waren, dass man sie kaum verstanden hat. Storytelling wirkt, weil sich unser Gehirn anschauliche Dinge besser merken kann. Anschaulich werden die Dinge durch drei Sachen. Fakten und Informationen, verknüpft mit den Erfahrungen des Erzählers und den Emotionen, die bei den Zuhörern geweckt werden. Das ist das Geheimnis von Storytelling, das Zusammenspiel dieser drei Faktoren. Eine gute Geschichte, die gibt neuen Ideen Raum. Die gibt ihren Teilnehmern die Möglichkeit, in neue Ideen einzutauchen, gleich in den richtigen Bildern zu denken. Und das tun wir wirklich sehr, sehr gerne. In Bildern denken, uns ausmalen, wie etwas sein könnte. Mit Storytelling schaffen sie all das. Sie können Alltagsgeschichten genauso gut verwenden wie Fabeln oder Legenden. Weisheitsgeschichten aus dem orientalischen, aus dem buddhistischen Raum, auch aus unserem Raum sind solche Sachen bekannt, haben wieder eine ganz andere Qualität, je nachdem, welche Wirkung sie erzeugen wollen. Wer Zuhörer sind, haben die ein Faible für Märchen? Oder sind nur realistische Geschichten wirklich passend? Und welche Botschaft wollen sie vermitteln? Suchen Sie sich Geschichten, die Ihnen gefallen, die Sie zum Lachen bringen, mit denen Sie Dinge besonders gut erklären können, die Ihnen aus welchem Grund auch immer einfach Spaß machen.